Stadthalle. Stadtfrei, das sind Rennen der Preis von Juan Le Pen mit insgesamt 7 Teilnehmern bestückt. Diese Prüfung Villeneuve die 1 mit Marciano Auba, Andy Weiss die 2 mit Yantas de Jong. Dragona Alf Opoli haben die Startnummer 3, Georges Joker, Jochen Holzschuh mit der 4, Nixil Perron, Reinhard Peders die 5, Conan Greenwood, Michael Imchik die 6 und Workaholic Diamant mit Viktor Gins. Erste Zwischenzeit, Nixil Perron in der 4. Position mit Andy Weiss, innen dann Dragona und Conan Greenwood nach wie vor. Am Schluss des Felds, Georges Joker, Workaholic Diamant und Villeneuve innen aus dem Schiffen. Greenwood in Bewegung hier im Feld. Jetzt geht Workaholic Diamant um die Zone Innenkante nach außen und versucht hier etwas näher heranzukommen. Dann Georges Joker, der weiter souverän führt hier in dieser Phase des Rennens. 19:4 die zweite Zwischenzeit, eine gute Länge vor. Workaholic Diamant außen, Fehler dahinter, innen von Villeneuve, der war direkt Diamant. Nixil Perron in dritter Spur, ganz außen vom Ende des Feldes versucht es Andy Weiss, dazwischen Conan Greenwood. Hier gerade ist längst erreicht, Vorteil für Georges Joker, Workaholic Diamant versucht es aber. Georges Joker vor Workaholic Diamant in der Mitte der Bahn, Nixil Perron, der äußere Flügel kommt auch noch einmal mit Andy Weiss und mit Conan Greenwood. Noch nicht entschieden, Georges Joker kämpft, Nixil Perron kommt und Conan Greenwood kommt, aber Nixil Perron gewinnt hier. Nixil Perron vor Georges Joker, dann Conan Greenwood, Workaholic Diamant und Andy Weiss auf den weiteren Plätzen. 13:3, der letzte. Das heißt Jos Piros und für die Prodigious Tochter war es bereits der zweite Sieg im jungen Rennjahr 2022. Machen wir gleich. Ja. Herzlichen Glückwunsch, wenn ihr gerade gefragt, wie kann man die bestellen. Julian ist hier unser Haus- und Hofbetreiber. Sehr schön. Julian, bitte ein Zielfoto und ein tolles Siege. Dann haben wir das auch gerne mit einer kurzen Dienstwege erledigt. Ich habe gerade zu dir gesagt, wirklich ein tolles Pferd, Nixil Perron. Wenn sie in Ruhe gelassen wird im Rennen, die hat so ein unglaubliches Gewicht. Ja, es ist unglaublich und sie hat so ein großes Herz. Es ist ein kleines Pferd, aber sie hat unheimlich viel Ausdauer. Sie geht immer weiter und sie gibt immer ihr Bestes. Ja, total. Ich hatte ja ein, zwei Mal so ein auf Strang sind da schon mal ganz gerne, da war sie auch relativ dabei, aber das ist ja jetzt im Laufe der Zeit scheint das wirklich besser wird und das immer dreifacher wird und hoffentlich geht es so weiter. Wir waren letztes Mal am Friedemann-Rick-Wochenende am Samstag in Zenit, war Siebter, sehr gut gelaufen, erste Rennen wieder nach 4 Monaten, ging 13:7, neuer Rekord, ich war super zufrieden. Geht es dann zu Kälte? Wir gehen gleich daran, ja. Danke dir. Was du auf die Stute auch. Einen herzlichen Applaus bitte für Nixil Perron, Daniel Peders und der Köpfchen.